Und nun als letzte Konkurrentin dieses Bewerbes, die dritte Österreicherin, Liesl Mikula. Auch Liesl Mikula hat sich bisher sehr gut geschlagen. Sie ist Achte nach der Pflicht. Das ist ein hervorragender Platz für das Mädchen. Sie ist 17 Jahre alt, Handelsschülerin. Sie läuft in einem schwarzen Kleid. Doppel-Toe-Loop. Doppelachsel. Ich hoffe, dass unsere private Rechnung stimmt. Und wenn das so ist, dann ist Nestler von der Sowjetrussin Chegova nicht überholt worden. Und sie hat den 5. Platz gehalten. Ich hoffe, dass es stimmt. Das ist also nicht offiziell. Das ist unser eigenes Rechenbüro. Aber wir dürfen mit unseren drei Mädchen wirklich sehr zufrieden sein. Doppel-Toe-Loop. So eine Meisterschaft ist ein richtiger Nervenkrieg. Was sich da so abspielt im Laufe einer Woche. Doppel-Seilschaft. Und Doppel-Toe-Loop? Sehr brav. Also das, was wir erhofft haben, ist wirklich eingetreten. Alle drei Mädchen haben ihr Bestes geleistet und haben wirklich das gelaufen, was in ihnen schlummert, möchte ich sagen. Wirklich gut. Trainiert wird Liesl Mikula von Poldi Lienhardt. Er ist ein bewährter Trainer. Er hat während des Krieges die österreichischen Eiskunstläufer trainiert, ist dann später in die Schweiz gegangen und jetzt wieder nach Wien zurückgekehrt.
Das ist Evelyn Schneider von unserem Paar Schneider-Bittag. Auch sie freut sich natürlich mit den Erfolgen unserer drei Mädchen. Für den Inhalt. Für die Ausführung.